Hallihallo, willkommen auf meinem Kanal. Bei mir geht es heute um Dauntless. Dauntless ist das neue, ja, Monster Hunter, könnte man fast so sagen. Zumindest spielt es im selben Genre. Und das Ganze schauen wir uns heute eben hier mal eben an. Das ganze Footage, das ihr hier eben seht, ist beschleunigt. Da dürft ihr euch nichts denken, es ist nicht wirklich Echtzeit. Aber ich dachte mir, ich zeige euch eben hier schnell eben den ganzen Fight, anstatt hier mir nur die Lieblingsszene rauszupicken, um, naja, mich gut aussehen zu lassen. Naja, ich kriege halt auch ein paar Mal aufs Maul natürlich. Ja, aber Dauntless, worum geht's? Im Großen und Ganzen eben, wie gesagt, Monster Hunter Genre. Ihr müsst große und kleine Monster besiegen, mehr oder minder auch finden. Dafür werdet ihr auf eine eigene Insel geportet. Dieser hier ist Killshot. Die sind hier mal ganz kurz und knapp erklärt. Das ist im Endeffekt ein Schwein, wie ihr schon an der Schnauze erkennen könnt. Also ein ziemlich borstiges Biest. Ja, können tut er in dem Sinn nicht sehr viel. Er wiederholt dennoch seine Rote ausgesprochen häufig und auch sehr schnell. Ja, die Zacken, die er werfen kann, kann er eben horizontal nach oben werfen. Diese fliegen dann natürlich ganz gerade wieder nach unten auf ihn selbst zu und auf euch eben, wenn ihr neben ihm stehen bleiben würdet. Das Ganze kann er eben auch dann versierter machen, sprich er visiert euch an und verfolgt euch damit eben mit diesen Stacheln, die er auswerfen kann. Gerade eben wechselt er auch nach zu Rot, das passt ganz genau. Eben das ist jetzt dieser Enrage, den er hat. Wir haben zum Beispiel eben zu lange gebraucht, denke ich, war das hier das Problem. Das war der erste Try und der Enrage da eben halt gerne. Beziehungsweise hat er das eben auch, wenn man ihm die Stacheln abnimmt, die er ja vorhin verwendet hat, um uns Schaden auszuteilen. Diese resettet er damit eben auch wieder. Oh, und easy peasy. Ja, worum geht es hier im Guide? Ihr seht, ich spiele mit Blades. Ich persönlich habe es eigentlich mit den Blades-Waffen am einfachsten gefunden, alles Mögliche zu besiegen, da du eben sehr mobil bist und auch alles Mögliche vermeiden kannst. So, jetzt haben wir noch den letzten geritzt. Eben, wie ihr seht, das war ein Axtwerfer, ein Axtschwinger. Der tut sich dann natürlich eher schwerer beim Ausweichen, das eben sehr, sehr, sehr schneller Boss ist. Ja, eben nochmal kurz laufen, bis wir da sind wieder. Ja, grundsätzlich zu dem Boss. Ihr werdet ja vielleicht, wenn ihr schon das Spiel ein bisschen erforscht habt, ja gesehen haben, es gibt 4 Waffentypen. Hierzu eben kurz gesagt, mit den Schwertern wollt ihr ja natürlich hauptsächlich auf der Seite, sprich den Bauch, die Hinterbeine eventuell, den Rücken oder auch ganz klar halt eben versuchen, den Schwanz des jeweiligen Monsters oder wie in dem Spiel hier Behemoth zu verletzen und abzuschneiden, hat eben den Effekt, dass dieser dann in seiner Mobilität beeinträchtigt ist, was eben die Reichweite seiner Fähigkeiten ein bisschen beschränkt, mehr oder minder. Sie macht sie nicht unmöglich, beziehungsweise er wird deshalb keine anderen Bewegungen ausführen. Dennoch eben habt ihr dann beim Dodgen einfach leichteres Spiel, gerade für die Waffen wie ein Hammer oder eine Axt, die haben eben mehr oder minder eine Erleichterung eben, weil als Schwertschwinger hast du da überhaupt kein Problem mit, du springst darum, wie du Bock hast. Und ja, eben da sind wir jetzt wieder und ihr seht, die Axt und die Schwerte hier sind hier hinten eben gleich am Schwanz dran, vorne eben die zwei schwereren Waffen, der Hammer und einmal noch ein Schwert, eben Schwert ist da so eine Ausnahme, das kann man natürlich überall einsetzen in dem Sinn, weil das eben, ja, ist ein Schwert. Sage ich vielleicht später noch was dazu. Ihr seht jetzt hier eben, er kann sich auf dem Rücken drehen, er kann wild rumspringen, er ist jetzt hier eben schon ein bisschen aggro. Und ja, im Endeffekt, wie ihr sehen könnt, nach und nach immer wieder die Rote auf die eine Stelle, immer wieder ihn versuchen zu unterbrechen auch dabei. Natürlich, wenn ihr genug Schaden dabei habt, stoppt das seine Bewegung in dem Moment. Und eben, ja, immer gut darauf achten, wie ihr seht, wie gesagt, die Rote zieht immer wieder durch, er wird dreimal ausholen auf den visierten Gegner, den er sich ins Ziel gefasst hat, also eben hier, nicht ich, aber habt ihr ja gesehen, wie ich ihn verfolgt habe, einmal, dreimal denselben hin und her, hinterher gesprungen, jetzt dasselbe nochmal und am Ende eben einmal dieser Stachelwurf, den er mit dem Rücken ausführt, dieser ist ausgesprochen tricky, habe ich gemerkt, man kann ihn rein theoretisch dodgen, wenn man zu weit wegsteht, beziehungsweise wenn man ein Hammerträger oder ein Axtträger ist, kann man sich da rausrollen. Ich zum Beispiel aber mit der Blades kann das auf nahe Distanz nicht dodgen, einfach weil ich aufrecht stehe, wenn ich mich bewege beim Dodgen. Und ja, das wäre es dann auch schon fürs im Großen und Ganzen. Er zieht die Rote halt dauerhaft durch. Und hier am Ende hat es dann eben noch den Loot schnell, wenn ihr den haben möchtet. Beziehungsweise ist ja jetzt noch die Alpha, den Loot werde ich später noch updaten, werden noch ein paar Items nachkommen.
Und dann wird es noch eine Itemliste geben, was er denn alles droppen kann und was man denn dafür tun muss. Da ist dafür eben vielleicht oder höchstwahrscheinlich eben, das ist noch nicht fix, verschiedene Sequenzen, sprich Bewegungen, die er ausführt, manipuliert werden müssen mit Schaden, dass er eben spezielle Items droppt, die sich eben dann zu Waffen oder Rüstungen verarbeiten lassen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr noch dran seid, lasst mir doch einfach ein Like da oder so, wenn euch das Video gefallen hat oder ein Abo hilft auch auf jeden Fall und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.